Wir sind von der Kanti Romanzon. Ich bin der Christian, das ist Anna, das ist der Hannes und das ist Marie-Therese. Wir gehen heute zu der Game-Entwicklungsfirma Gebanga hineinschauen. Willst du mal Game-Entwickler werden? Ja, nein, aber ich finde es trotzdem spannend. Denkst du, da braucht es viel Technik, um da programmieren? Wie wird denn so ein Game überhaupt entwickelt? Ja, das weiss ich eben auch noch nicht. Ja, darum gehen wir jetzt mal hineinschauen. Das Spiel kann man sich so vorstellen, dass man ein Monopoly-Brett hat auf der ganzen Welt und statt dass man mit einer Spielfigur sich bewegt, bewegt man sich in der echten Welt. Also man läuft dann zur Bahnhofstraße und dann gehört einem die Bahnhofstraße. Oder man läuft ins Gefängnis und dann ist man im Gefängnis und muss aussetzen. Und das funktioniert einfach so, das Handy hat GPS eingebaut. Es hat aber auch noch Zellinformationen, also das Handynetz hat ja Antennen überall und das Handy weiß immer, mit welcher Antenne es verbunden ist. Und wir wissen den Standort der Antenne, somit wissen wir auch, wo sich das Handy befindet. Dann bewegen wir dann quasi den Spieler virtuell auf dem Spielbrett. Also dann ist er vielleicht jetzt auf der Bahnhofstraße oder an Bellevue oder wo auch immer, Barfüßerplatz, und er bewegt seine Spielfigur. Das Spiel ist das funktioniert so, dass es eine Software auf dem Handy ist, die ist auf dem Handy installiert und die kommuniziert mit einem Server. Und der Server, das steht irgendwo in einem Rechenzentrum und es wird eine Verbindung aufgebaut zwischen dem Handy und dem Server. Und eigentlich der Server hat den ganzen Spielstand eigentlich gespeichert. Und das Handy fragt immer den Server, ja, was ist der Spielstand jetzt für mich gerade, und dann zeigt es irgendwas an und ich drücke was und dann gibt es dieses Kommando dem Server wieder, der rechnet den nächsten Spielstand aus und sendet den allen Teilnehmern. Code schreiben ist vielleicht, weiß auch nicht, für jemanden, der noch nie programmiert hat, ist das vielleicht auch ein bisschen schwierig, vielleicht sich vorzustellen, was das eigentlich heisst. Die meisten, wenn sie so etwas sehen, denken vielleicht an The Matrix, wo es immer so auf dem Bildschirm so komische Zahlen, grüne Zahlen hat auf dem schwarzen Bildschirm. Es ist nicht ganz so. Es ist eigentlich leserlich, aber es ist im Grunde genommen Code, der dann sagt, was das Programm machen soll. Und dann hat man im Grunde genommen eigentlich immer so für Applikationen, die auf dem Handy laufen, hat man eigentlich immer so einen Simulator, wo das Handy simuliert. Yeah, the beat is like, you know, like something you would find. Ja, also wir tun jetzt überlegen, was für Musik man kann zum Spiel machen. Also wir vertonen Sounddesign, ja. Also Soundeffekte, Hintergrundmusik, Special Effects und so Sachen halt. Chibanga, Chibanga, Chibanga.